Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 13.06.2023. Und das Bild könnte man eigentlich fast so stehen lassen. Gibt genug Interpretationsspielraum, sowohl für die Käufer als Verkäufer. Ja, zum einen sieht es ein bisschen aus, wie es betet, dass der Markt doch bitte, 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 bitte wieder runterdreht und jetzt nicht oben sich langstreckt. Und für die anderen sieht es ein bisschen aus wie endlich oben raus, endlich macht er sich lang, endlich mal ein Montag, der hier gut reinstartet. Und von daher eigentlich schön passend für alle Parteien auf der Seite. Ihr wisst, wir gehen immer neutral ran, stellen immer beide Szenarien dar. Wir haben uns gestern den Markt angeguckt und gesagt, okay, Verfallstag, passt bitte auf, lasst euch nicht einpeitschen von den Analysten, die da auf die Verfallstagsdiagramme gucken. Die sagen bestimmt, dass der Markt unter 16.000 abrechnen wird. Kann er machen, kann sogar noch kommen, aber ich habe klar gesagt, würde ich mich von lösen, na, weil es gibt genug, oder es gab genug Verfallstage, wo der Markt halt das wirklich komplett ignoriert hat und dann auch mal 500, 600 Punkte über einem Niveau war, über das er eigentlich nicht hätte drüber gedurft nach Verfallstagsdiagramm. Liegt das einfach auch daran, dass die Stillhalter ja auch die Möglichkeit haben, die, beziehungsweise ja auch die Produkte letztendlich sogar absichern am Markt halt, ne? Und von daher diese Verluste, wo man ja sagt, okay, die wollen die gar nicht machen, dann gar nicht existieren. Ja, so, und von daher hat man gestern gesagt, oberhalb von 16,20 würde ich persönlich den Markt in die 16,21 reinhandeln, ich würde darüber sogar noch in die 200, in das obere Tagesband, ja, das haben wir uns angeguckt, im Bereich um 2,40, das wären so meine Ziele auf der Oberseite, wenn denn die 16,20 nach oben überlaufen wird. Das erste Ziel haben wir abgearbeitet bei 16,21, das nächste bei 200, 2,40 ist nur noch ausstehend. Wenn wir gleich in den Tageschart reingucken, sehen wir sogar, dass es noch ein bisschen sich hochgezogen hat, jetzt auf 2,70. Ich würde aber trotzdem hier so den Bereich um 200, 240 jetzt erstmal als wichtig erachten. Und das heißt, bleibt er hier dran, drückt er weiter hoch, ist das erreichbar. Bleibt er dran, bedeutet für mich, er sollte schon versuchen, über 16,120, 16,100 sich zu halten. Darauf ein Rücklauf und kurzes Abstoßen wäre erlaubt. Alles darunter wird mir nicht gefallen, das würde zu viel Bewegungsdynamik verschlingen, wenn er so schlecht reinstartet. Hütet euch aber bitte davor, wenn der nicht tiefer geht und er drückt wirklich oben raus, dass ihr dann nicht noch einen Turnaround Tuesday einfordert. Ne? Also diese Turnaround Tuesdays, das ist, glaube ich, eine Erfindung auf schwachem Montag, schwachen Dienstagsstart rein, dass die dann nochmal nach oben kontern. Das sieht man so oft, das sieht man so häufig. Da passt es immer wieder schön, dieses Turnaround Tuesday zu rufen. Aber wenn der Markt stark in die Woche reinkommt, passiert es nur ultra selten, dass er dann wirklich auf den Dienstag dreht. Das gibt's auch, aber deutlich, deutlich seltener, als dass die, als dass das erst runter und dann wieder hoch macht. Ne? Viel häufiger ist es so, dass man im Dienstag dann einfach sieht, der drückt sich dann weiter raus, dann kommt so ein kleiner Rücksetzer, aber eben kein Turnaround und am Ende steht er doch wieder drüber. Das sieht man wesentlich häufiger als so ein richtig klassischen Turnaround mit voller Umkehr und zurück. Aber ich würde mir grundsätzlich, ihr kennt das und so gehen wir immer ran, die Scheißegal-Einstellung reinnehmen. Ne? Also mir soll egal sein, Turnaround oder Nicht-Turnaround. Ich würde einfach long handeln, solange wie wir eben nicht unter 16,120, 16,100 drunter zurückkippen. Würde darüber einfach auch Long-Position halten, weiter gucken, dass ich noch in die 200, 240 reinkomme. Das ist dann oberer Tagesbandbereich, das wird nochmal wichtig. Von dort könnte ich mir auch ein bisschen Reaktion vorstellen. Aber Ziele liegen klar auch drüber, das muss man sagen. Ja, das ist nur ein kleiner Teilschritt. Wenn der nämlich jetzt hier im Tageschart aus dem oberen Tagesband, guck mal, das liegt schon bei 2,80 fast, wenn der da oben raussteigt und rausschließt, dann verlässt er den Normbereich der letzten 20 Tage und das eröffnet ihm Übertreibungspotenzial. Ein Markt kann dann an einem oberen Band, wie hier zum Beispiel, oder aus dem Band entlang auch gut und gerne mal eine Woche lang steigen. Ja, und da muss man dann doll aufpassen, dass man da nicht da sitzt und denkt, der ist jetzt schon zu hoch, da kann ich jetzt nicht mehr long gehen, weil das kann dann schon noch ein paar Punkte gehen. Ja? Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, insbesondere auch diejenigen, die jetzt hier schon short drinne sitzen und sich da noch sehr sicher fühlen, das kann dann wirklich, wirklich unangenehm werden. Na? Also ich sage ganz gerne, keine Verlustpositionen mit über Nacht mitnehmen, ja? Am Abend sich einfach von allen Minuspositionen befreien, das beschützt einen ein bisschen immer davor, dass man dann so eine richtige Kutsche irgendwann mal voller Scheiße abgeladen vor die Tür aus Haustür bekommt. Ne?
Aber passt da einfach ein bisschen auf, dass ihr euer Risikomanagement im Blick behaltet. Ja? Also das, die Risiken nach oben oder die Chancen nach oben, je nachdem, wie rum man positioniert ist. Wir gucken nochmal unten rein. Wenn er sich unter 16.100 zurückwirft, würde ich ein bisschen vorsichtiger werden. Ich glaube, das habe ich gerade schon gesagt. Ne? Würde ich mich auch mit Long ein bisschen zurückhalten. Also ich würde unter 16.100 nicht unbedingt Long suchen. Ich glaube, ich würde mir einfach angucken, wie er sich bewegt. Der kann sich da auch im Bereich um 16.50, 16.70 nochmal aufdrehen, aber ich fände es halt komisch. Ne? Also ich glaube, das habe ich vorhin auch so gesagt. Ich würde eher sogar fast damit rechnen, wenn er dann hier unten 16.40 nochmal drunter macht, dass er dann den Gap zumacht und dann bestimmt auch das andere Gap, dann kann er Doppelgap close machen, einmal die 9.65, einmal die 8.75. Ja, das sind dann beides erreichbare Ziele auf der Unterseite, wenn er wirklich wegdreht. Und wenn er aber oberhalb von 16.100 bleibt, 16.120, sehe ich da keinen Anlass zur Sorge erstmal und würde eher meine Chancen auf der Oberseite suchen. Ja, so, ich denke, anders kann ich es gar nicht zusammenfassen. Würde deswegen auch sagen, macht was draus, viel Erfolg, gutes Klingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.